Warum spricht man bei irischen ETFs oft von Steuervorteilen? Diesen Steuervorteil gibt es vor allem, wenn man in ETFs investiert, die viele US-Aktien haben. Wenn ein ETF oder ein Fonds in US-Aktien investiert und von diesen Dividenden bezieht, entsteht eine sogenannte Quellsteuer von 30%. Bekommt ihr zum Beispiel 100 Euro Apple-Dividende, dann behalten sich die USA gleich mal 30 Euro ein. Aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Irland und den USA müssen ETFs, die in Irland ansässig sind, nur 15% Quellsteuer bezahlen. Also statt 30 Euro behält die USA sich hier nur 15 Euro ein. Das gilt natürlich nur für amerikanische Dividenden, also für unser Apple-Beispiel. Da viele ETFs aber ein großes Gewicht an US-Anteil haben, beispielsweise MSCI World oder S&P 500, fällt dieser steuerliche Vorteil schon ins Gewicht.